Hallo und herzlich willkommen hier auf dem 36. Internationalen Dokumentarfilmfestival München. DocFest München at Home 2021. Die Online-Ausgabe des diesjährigen DocFests. Ja, wieder mal hier in den wunderschönen Silbersaal des Deutschen Theaters, Deutscher Theater, wunderbarer Kulturtempel. Normalerweise hätten wir jetzt auch großes Kino vom DocFest. Ja, dafür haben wir jetzt eine wunderschöne Unterhaltung mit einem wunderbaren Regisseur hier im Silbersaal. Ich freue mich ganz herzlich, das bin ich übrigens Eleonore Daniel, Moderatorin des DocFests. Ich darf nun ganz herzlich begrüßen Lennart Hüper. Und du hast uns den Film mitgebracht, Nichts Neues, der bei uns in der Münchner Premiere läuft. Genau. Ja, Nichts Neues war wohl ganz oft für den Kapitän Klaus-Peter Reisch der Fall. Ja, die Gerichte sagten nichts Neues, außer dass es nicht weitergeht. Wann bist du denn zu diesem Projekt gekommen? Wie hast du davon erfahren und wie lange hast du eigentlich daran gearbeitet? Es hat sich ja 559 Tage hingezogen. Ja, also ich habe quasi 2018 angefangen zu drehen und bin aber davor, ich habe davor einen Kurzfilm gemacht, der eben sich mit dem, ich nenne es mal Sommer der Migration beschäftigt und wir quasi 2 Jahre später Menschen interviewt haben, die 2015 quasi Geflüchtete die Erstversorgung quasi gemacht haben. Mhm. Und da war natürlich das Thema Seenotrettung jetzt auch schon irgendwie auch präsent natürlich. Und bin dann quasi 2018 konkret zu dem Thema gekommen. Es war auch noch ein Kollege, den ich kenne, auf einer Sea-Watch als Journalist quasi. Und habe dann 2018, kam dann wieder die Statistik heraus, wie viele Menschen im Jahr davor quasi im Mittelmeer ertrunken sind. Und die war dramatisch hoch natürlich. Mhm. Und ich habe mich halt dann gefragt, so, warum eigentlich immer noch Menschen quasi vor unserer Haustür ertrinken. Und wir eigentlich, das ist nichts Neues immer noch, leider. Tja, leider. Aber genau, und dann wurde die Lifeline festgesetzt. Es war, also wenn man anfängt mit der Seenotrettung, wird es ja, bis 2014 gab es ein italienisches Seenotrettungsprogramm, Mare Nostrum. Die haben im großen Stil einfach auch Menschen aus Seenot gerettet. Es wurde dann eingestellt und dann sind in kurzer Zeit sehr viele Menschen im Mittelmeer ertrunken und dann kamen quasi diese NGOs ins Bild. Quasi haben sich einfach zivilgesellschaftliche Organisationen gegründet, die dann quasi diese Lücke füllen wollten und Menschen aus Seenot retten wollten. Und das hat dann eigentlich für 2 Jahre gut funktioniert. Die haben super eng auch mit den europäischen Behörden zusammengearbeitet, mit den Seenotrettungsleitstellen. Und dann kam aber so 2017 mit der Juventa und dann auch mit der Lifeline quasi so ein Politik-Shift quasi in Europa, wo die dann auf einmal quasi so die Gegner waren. Und dann kam es quasi mit der Lifeline, die dann eigentlich das erste Schiff, das dann 7 Tage nicht in den Hafen in Europa einlaufen durfte. Genau, und da bin ich dann quasi, Klaus-Peter Reisch ist ja wie ich auch aus Landsberg. Ach, das aus Bayern ist, das habe ich gehört. Genau, aber wir sind quasi, und dann ist es natürlich auch in Landsberg in der Zeitung gestanden und so. Dann habe ich ihn angerufen, ich habe die Nummer über Kleinstadt, da ist halt... Das ist der Vorteil der Kleinstadt. Irgendwie kennt man halt dann die Leute, über Umwege auf jeden Fall. Und ihn dann angerufen, da war quasi das Schiff schon festgesetzt und dann haben wir uns quasi einfach lange unterhalten und dann bin ich eigentlich relativ kurz danach zum Gerichtsprozess nach Malta geflogen. Es scheint ja jetzt auch in dem Film nicht so einfach zu sein, auch für die Presse berichten zu dürfen, zu können, heißt ja mal Kamera aus und so. Warst du da offiziell dabei? Warst du versteckt dabei? Oder wie konntest du dich da eigentlich da monatelang mit aufhalten und mit bei den Gerichten sein? Am Anfang waren Journalisten noch erlaubt, für so einen Monat oder so. Und dann wollte die maltesische Regierung oder das Gericht letztendlich keine negative Presse oder irgendwie über ihr Land. Auf jeden Fall waren dann irgendwann halt... keine Journalisten oder auch Filmemacher, Dokumentarfilmer, wie auch immer, erlaubt. Und ich war dann letztendlich als Crewmitglied auf dem Schiff. Ich war Elektriker oder
Und habe dann quasi auf dem Schiff gelebt immer. Ich war dann immer, ich glaube, jeden Monat ungefähr eine Woche auf der Lifeline und habe da gedreht und einfach auch den Tagesrhythmus mitgemacht und auch immer wieder die, das war auch spannend zu sehen, wie sich auch die Stimmung verändert hat, so letztendlich. Am Anfang, es hat ja niemand gedacht, dass es so lange dauern wird und das ist so, also es war ja wirklich am Anfang, weil das war ja, man dachte so, jetzt eine Woche ist das Schiff beschlagnahmt, weil das ist ja, solche irrsinnigen Vorwürfe kann man nicht lange wirklich halten. Und dann war wirklich am Anfang noch die Euphorie recht super hoch. Die haben immer jeden Tag also das Schiff halt ready gemacht. Das dachte man immer so, nächste Woche geht's raus. Und dann hat sich aber nach und nach auch einfach gezeigt, so, das ist halt eine reine Hinhaltetaktik, letztendlich dieser ganze Gerichtsprozess. Und so hat sich das dann letztendlich über anderthalb Jahre gezogen. Es gibt ja auch irgendwann mal im Film diesen Moment, wo der Kapitän Reisch dann kommt und sagt, oh, er hat mit dem Minister Seehofer gesprochen und es war viel besser als gedacht. Sie hatten gleich eine Ebene und er war ja sehr euphorisch. Ich hatte mir da schon gedacht, na, vielleicht ist er ein bisschen zu euphorisch. Es hat sich dann ja auch herausgestellt, dass er gar nicht in diese Richtung gedacht hatte. Hat er sich so blenden lassen, der Kapitän Reisch? Oder? Blenden würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Das ist gut oder was ich spannend an der Reisch finde, quasi ist, dass er auch mit allen Leuten in Dialog tritt. So, dass er wirklich auch, weil viele Aktivisten würden jetzt, sagen wir, mit Seehofer nicht unbedingt an einem Tisch sitzen, weil das einfach, ja. Aber letztendlich, er sucht halt einfach die Gespräche. Und das ist halt super spannend und ja, aber letztendlich hat natürlich die Versprechungen, die Horst Seehofer gemacht haben, das waren natürlich leere Versprechungen und das war, ja, letztendlich ist ja nichts passiert. Mhm. Also, hat er nichts eingehalten oder irgendwas gemacht, im Gegenteil eigentlich eher. Und genau. Das hat natürlich auch die Crew und auch den Kapitän natürlich auch sehr niedergedrückt. Ist die Crew eigentlich die ganze Zeit auch immer geblieben und haben gesagt, wir warten so lang und wir fahren wieder raus, wir retten wieder? Oder gab es da auch welche, die, was ich mir auch vorstellen könnte, gesagt haben, ja irgendwann, jetzt gehe ich woanders hin, an ein anderes Schiff? Oder war da wirklich der Wille, wir machen weiter, wir lassen uns nicht knicken? Ja, der Wille war auf jeden Fall da. Das war das... Das war auch, fand ich beeindruckend, weil ich meine, für mich war das ja schon extrem ernüchternd und für die ist es natürlich dann nochmal, ich meine, man muss ja wissen, also die Menschen auf dem Schiff, die wissen ja, wie akut die Situation im Mittelmeer ist. Ne? Sie haben ja wirklich Menschen aus dem Wasser gezogen, die wissen, wie schlimm die Lage ist und dann bist du quasi so nah dran, aber darfst nichts machen. So, das ist ja eine auch psychisch extrem belastende Situation. Aber trotzdem haben sie halt nie die Hoffnung aufgegeben. Aber klar war natürlich, war auch immer für mich spannend, weil ich immer wieder quasi alle 4 Wochen quasi da war ungefähr, dann auch den Stimmungswandel quasi auch zu sehen. Und es war dann wirklich auch durch Zeit um Weihnachten rum, da war auch die Stimmung ziemlich am Boden zum Beispiel. Das war dann, da muss man auch immer wieder quasi neue Motivationen finden, quasi da nicht aufzugeben. Aber das haben die extrem großartig gemacht. So, das wäre es für mich, also war für mich selber schon schwierig, so, ne? Das da mit durchzuhalten, quasi das auch so weiter zu begleiten, weil ich einfach nicht wusste, wohin geht das alles, so, ne? Wohin führt das und wie lang zieht sich das ja noch. Das war ja auch für Klaus-Peter diese Gerichtsprozesse, das war ja wenn in Irrsinn, das ist ja, die wurden... 2 Tage vorher verschoben, dann hat man irgendwie, es war auch für mich, es war komplett super oft, ich war mir vor Gericht, hat 2 Minuten gedauert. Es war wirklich so, ja, hi, boah, es gibt halt irgendwie nichts Neues, keine Beweise aus Holland und danke fürs Kommen. So, dafür ist quasi er, oder quasi musste er nach Malta kommen, einfach nur um zu hören, ja, geht nächste Woche weiter. Und dann ist es halt, das beeinflusst ja extrem dein Leben, ja, weil du
du kannst nicht irgendwie vorausdenken, planen, weil die halt quasi immer sagen, ja, da ist irgendwie Prozesstermin da, mhm, und es war auch für mich als zum Drehen auch extrem schwierig, weil ich das ja auch irgendwie planen musste. Mhm. Und das, auch herausfordernd quasi auch logistisch, mhm, für mich, aber natürlich für die Crew im, ja, noch viel, viel krasser. Ich habe auch irgendwo, kam ja auch so eine Summe vor, dass diese ganze Prozesszeit und die ganzen Prozesse an eine halbe Million Euro verschlungen haben. Ich meine, da hätte man viel retten können in der Zeit mit dem ganzen Geld. Das ist... hätte man wirklich was Sinnvolles anfangen können. Also ja, das ist letztendlich auch eine Taktik, quasi diese NGOs, also diese Hilfsorganisationen irgendwie auch auszubluten. Keine, mhm, Ahnung, weil die sind ja auf Spenden angewiesen. Das ist, mhm. Letztendlich ist es ja, kommt das Geld quasi einfach von Spenden aus der Bevölkerung quasi. Also diese ganze Mission Lifeline zum Beispiel, die, dass die da überhaupt agieren können, dass da Leute retten dürfen können, ist alles nur Privatspenden. Genau, und dann, aber es sind auch jetzt schon zum Beispiel die Kirchen sind jetzt auch schon mit Spenden eingestiegen. Mhm. Ich glaube, ich glaube vom Münchner Bischof dann irgendwann eine Spende. Dann haben wir jetzt zum Beispiel jetzt bei den anderen, bei der evangelischen Kirche ist es auch in diesem United for Rescue und stellt da ein Schiff und haben das mit finanziert. Und dann aber natürlich ganz viele zivilgesellschaftliche, einfach Menschen quasi aus der Bevölkerung. Das ist wirklich von irgendwelchen Spendern, die irgendwie 5 Euro spenden oder so, oder halt zu irgendwelchen größeren Spenden. Aber letztendlich ist es quasi darauf aufgebaut. Und wenn du dann halt das ganze Geld in den Prozess strecken musst, ist halt, ja, damit hätte man Menschen retten können. Das muss man auch einfach so sagen. Ja. Zumal es auch ja vorkommt, dass die Regierung, die deutsche Regierung auch sagt, dort wo die Flüchtlinge gehalten werden, das sind KZ-ähnliche Zustände und sowas sagt man nicht so schnell mit solchen Worten, dann ist ja die Dringlichkeit, dass geholfen werden muss, umso größer. Ja, das ist... Also auch zur EU zu gehen und wir müssen zusammenhalten und wir müssen zusammen eine Lösung finden und. Also, aber der, verschlafen. Das ist auch von der deutschen Regierung, die sind da nicht groß dahinter. Also das ist jetzt viel, also auch jetzt, wenn man viel Scheinheiligkeit, meiner Meinung nach, so, ne? Das ist halt, sich auf diese europäische Lösung rauszureden seit irgendwie 5 Jahren, die halt irgendwie nie kommen wird und zu sagen, wir brauchen eine, und das ist halt einfach nicht absehbar. Das ist halt eigentlich ein Wahnsinn, weil letztendlich ist Seenotrettung ist im Seerecht verankert. Das ist, es wird von den Ländern eigentlich sollte durchgeführt werden. Es ist eigentlich ja eine europäische Aufgabe, quasi im Mittelmeer quasi ein Seenotrettungsprogramm zu initiieren. Quasi, das ist ja jetzt eigentlich nicht eine Aufgabe für Hilfsorganisationen. Quasi, die sind ja einfach nur da eingesprungen, quasi, weil es halt sonst niemand macht. So. Mhm. Und man versucht halt einen anderen Weg zu gehen jetzt in der EU und es quasi mit der libyschen Küstenwache zu kooperieren. Und da fließt ganz viel Geld hin, auch von Deutschland, von der ganzen EU quasi. Es ist ja eher quasi ein Abstotten oder ein Abwehren, als wirklich das, die Dringlichkeit irgendwie zu akzeptieren und Menschen zu retten. Es ist ja eher, finanziert man gerade, kam jetzt auch neulich wieder Berichte auch, wie halt Frontex quasi mit der libyschen Küstenwache, die es auch nur gibt, quasi weil sie quasi von der EU initiiert wurde und von unserem Geld quasi bezahlt wird, dass Frontex eben die Schiffe spottet quasi mit den Flugzeugen und dann den Libyern quasi sagt, dass die sollen die Boote abfangen quasi. Ne? Und man muss halt sich überlegen, Libyen ist... Land im Bürgerkrieg, den Menschen drohen, das ist wirklich unvorstellbare, da gibt es unzählbare Berichte über Folter, über Zwangsarbeit, über Prostitution, also es ist wirklich, es ist schlimm, da gibt es ja auch, und die werden halt jetzt von der libyschen Küstenwache, es ist ein bisschen die EU will sich halt die Finger nicht schmutzig machen, weil die dürften, weil jetzt zum Beispiel ein europäisches Schiff
ein Boot retten würde im Mittelmeer, dürften die gar nicht nach Libyen bringen, weil das gegen das Völkerrecht verstößt, so quasi. Mhm. Aber in Libyen ist das Völkerrecht halt das Land im Bürgerkrieg. Ne? Mhm. Und das ist einfach, man hat dann diesen Mechanismus gefunden, quasi, wie man selber nicht gegen das Völkerrecht verstoßt, aber halt Leute dafür bezahlt, das quasi zu machen. So, das ist letztendlich die Sache mit der libyschen Küstenwache. Genau. Mhm. Kapitän Reisch, der im Film sieht man es auch, der geht ja ganz viel auch auf Vortragsreisen und hält immer Vorträge und erzählt dann eben auch, wie wenig Menschen auch erstmal für schnell gerettet werden könnten. Mit wem spricht er dann eigentlich? Ich meine, das sind ja hauptsächlich junge Leute, soweit ich das gesehen habe im Film. Und inwieweit, wenn man solche Leute mobilisiert mit Vorträgen, mit Beispielen, wenn er aus seinem Leben erzählt, kann man da auch was motivieren oder was verändern aus uns raus, aus unserer Mitte raus? Ja, das ist extrem wichtig, natürlich Leute zu sensibilisieren, erstens für das Thema, weil nach wie vor, ich meine, man kriegt es ja schon irgendwie mit in den Medien, aber irgendwie ist es halt auch schon, weil es sich irgendwie nichts tut, so... Nichts Neues. Ne, ist es halt bei den Leuten auch so, ja, das ist, der Aufschrei ist sehr gering, so, ne, das muss man schon mal auch ganz ehrlich sagen. Also in der großen Teil der Bevölkerung, es gibt natürlich super viele Leute, die sich engagieren, aber darum ist halt diese Aufklärungsarbeit und einfach auch mit Menschenrechten zu reden einfach super, super wichtig. Und das finde ich auch bei Klaus Peter war es zum Beispiel spannend, dass er zum Beispiel auch, dieser eine Vortrag, der drin ist, ist vor jungen Landwirten quasi aus Bayern. Mhm. Das sind halt... oder der spricht mit ganz verschiedenen Gruppen quasi an Menschen ja, versucht einfach das Thema klar zu machen. Und ich meine, das ist ja, wenn du wirklich über Migration sprichst oder über Flucht, muss man sich ja auch eingestehen, dass ich meine, in Deutschland, wir haben ja ein bisschen fragwürdige Haltung zur Migration generell, meiner Meinung nach. Weil einerseits... jeder hat seine eigene Meinung. Genau, einerseits sehen wir Migration irgendwie als Ressource quasi und haben ja quasi, wir brauchen Arbeitskraft. Das ist eigentlich auch ein bisschen, wenn man ehrlich ist, ein bisschen postkolonialistisches Denken, dass du quasi eher die Nützlichkeit von den Menschen siehst und sollen Leute kommen, die wir quasi, deren Arbeitskraft wir brauchen, die am besten dann in... die Jobs machen, die halt hier niemand mehr machen will. Mhm. So ist ja in irgendwelchen Niedriglohnsektoren. Mhm. Pflegekräfte? Genau, das ist, ich meine, und auf der anderen Seite wird halt dieses Bild von Migration als Bedrohung gesehen. So, ne? Das ist ja, dass unser Wohlstand bedroht wird letztendlich. Ne? Aber man muss eigentlich erstmal, glaube ich, anfangen, Migration generell als Tatsache zu sehen. Einfach, das ist einfach ein Fakt, das ist, gibt es auch schon immer. Mhm. Also es ist nichts Neues. Der Titel ist gut. Ja. Ja, und dann muss man eigentlich sich die Frage stellen, warum flüchten die Menschen? Mhm. Oder warum? Genau. Und dann geht es wirklich um Fluchtursachen. Und da kann man natürlich bei der Kolonialzeit anfangen, ja, über globale Ungleichheiten. Das ist ja auch das Thema Kolonialismus, ja, in Deutschland immer noch so ein bisschen, das will man sich ja nicht so ganz eingestehen, dass man da auch, dass es nicht nur die Briten oder die Spanier waren, quasi, dass wir da auch schön mitgemischt haben. Und dann sind es einfach aktuelle Gründe, Wirtschaftspolitik, es ist Klimapolitik. Das schafft immer neue Fluchtursachen. Ja. Und man muss eigentlich halt jetzt handeln, weil es wird ja jetzt nicht auch weniger. Ja, also es wird Migration wird eher noch zunehmen, vor allem wenn man halt, wenn einfach neue Fluchtursachen durch den Klimawandel entstehen. Mhm. So, ne? Dürre und alles, genau, Überschwemmung. Und, ja, da muss man jetzt eigentlich mal anfangen, sein Verhalten zu hinterfragen. Also die Lifeline wurde ja dann irgendwann verkauft, dann hat man sich ja ein kleineres Schiff, die Eleonore, organisiert. Genau. Das war dann, habe ich gelesen, am Schluss dann 104 Menschen konnten noch gerettet werden und dann war es dann auch aus. Ist es jetzt immer noch so? Wie ist da jetzt gerade der Stand der Dinge? Muss er da jetzt wieder die ganze Zeit vor Gericht?
der arme Kapitän? Zwischen, ja, wurde von der Eleonore wurden 300.000 Euro quasi in so einem Strafverfahren gefordert. Das ist, glaube ich, immer noch in der Verhandlung, soweit ich weiß. Dann, also Mission Lifeline, die haben ein neues Schiff quasi. Es wurde jetzt getauft vor einer Woche oder zwei. So auch ein, und das ja, wird bald wieder quasi in See stechen. Und Klaus Peter kümmert sich gerade auch viel. Der war jetzt in der Türkei vor kurzem und hat da quasi in der Situation in den Flüchtlingslagern in der Türkei quasi versucht, die Situation zu verbessern. Und so der, also ist nach wie vor sehr engagiert genau in seinen Sachen. Aber die arbeiten jetzt gerade nicht mehr zusammen. Also Mission Lifeline und Klaus-Peter machen gerade eigene Sachen. Genau. Ja, ich habe den Faden verloren. War es eigentlich schwierig für dich, diesen Film durchzubringen, das Thema deines Films, auch Finanzierung zu finden? Oder ist man dir sehr entgegengekommen und sagt, ja, es ist gut, es ist wichtig, dass jemand so einen Film macht? Ja, das war sehr schwierig. Also Finanzierung habe ich keine bekommen zum Beispiel. Ich habe den Film quasi, ja, also von der Uni, den Betrag, aber sonst unser Equipment von der Uni natürlich. Aber sonst habe ich diesen Film selber finanziert. Also das war jetzt, ich habe halt geguckt, wie, ich habe ja auch die Umstände, ich war ja viel alleine unterwegs, ich habe auch Klaus Peter alleine begleitet, so. Ich war quasi Kamera, Regie, Ton in einem. Alles in einem. Und Malta war zum Glück ein Freund von mir, Luca, dabei quasi, der dann Ton- und Kameraassistenz gemacht hat. Aber sonst, ja, musste, darum war es auch noch ein bisschen schwieriger mit dem Prozess wird verschoben, so zwei Tage. Es war für mich dann so, kann ich es mir überhaupt noch leisten, noch hinzufliegen? Es war relativ schwierig, weil ich genau keine Finanzierung hatte. Und ja, es war schon auch, ja, es war ein Kampf, diesen Film auch dann so fertig zu machen. Weil, ja. Es ist ja schön, dass er so auf fruchtbaren Boden fällt. Du warst in Saarbrücken. Voll. Bei uns das hier. Freut mich auch, ja. Nichts Neues. Wir drehen uns immer im Kreis. Es passiert nichts. Es ist auch immer diese Waschmaschine zu sehen im Film. Ist das ein Symbol dafür? Ja, voll. Also es war mir dann... Oder? Das ist mir dann irgendwann... Finde ich schön. Ich war ja viel einfach auf dem Schiff und habe den Alltag begleitet. Mhm. Es war einfach viel... ja, was macht man, wenn man halt da irgendwie feststeckt? So, ne? Das waren viele Alltagsaufgaben. Es war ja auch in gewisser Weise, muss man sich ja auch beschäftigen, um es nicht irgendwie komplett, ja, es ist halt, man muss ja was machen, einfach aktiv bleiben, sonst wird man ja... Ja, da ist ja total depressiv, dann stürzt du dich noch vom Schiff oder so. Ja, und darum waren es also Alltagsaufgaben, die einfach Wäsche machen. Und da war halt immer diese Waschmaschine, die immer in diesem Gang ist. Ja, wenn du ins Schiff reingehst, ist so dieser Hauptgang, wo dann einfach immer am Ende diese Waschmaschine war, die sich dann eigentlich jeden Tag halt immer gedreht hat. Und es war für mich dann irgendwann einfach so, ja, so ein Symbolbild zur Situation der Lifeline einerseits, aber auch des Themas. Es ist ja, ich meine, es ist generell... gibt es in der Seenotrettung, in der EU-Politik gibt es nichts Neues. So, das ist ein Vor und Zurück die ganze Zeit. Es gibt dann wieder ein paar leere Versprechungen, die am Ende nicht gehalten werden. Und ja, dann wird halt auf der anderen Seite natürlich jetzt auch eher gegen die komplette Seenotrettung gearbeitet. Ne? Das ist ja auch ja, sehr. Hast du den Kapitän Reich den Film schon gesehen? Ja, gezeigt? Ja, und voll. Die Crew auch? Genau, den haben, ja. Die, am liebsten würde ich gerne mal eine. Ich weiß, was Premiere, jetzt kommt. Im Premiere großen machen, Kino. Wo auch Leute. Nee, aber ich habe den halt den Film geschickt. Mit Klaus Peter habe ich den Film, glaube ich, im Herbst bei ihm zu Hause geguckt. Genau. Wir sind auch nach wie vor in Kontakt. Und mit allen Beteiligten quasi. Schön. Vielen, vielen Dank, dass du mit diesem Film erstmal auch aufmerksam machst, uns reinziehst in diese Geschichte mit so einem tollen Film und uns wieder wachgerüttelt hast, dass wir nicht in die Lethargie verfallen und uns gar nicht mehr vor lauter Corona um wirklich ganz, ganz schlimme Zustände auf dieser Welt auch noch weiter kümmern. Danke, danke, danke und alles Gute für dich. Dankeschön. Für deine nächsten Filme. Ja. Da freuen wir uns schon. Ja.
Auch dieser Film ist nominiert für den Publikumspreis, der auch in diesem Jahr dankenswerterweise vom BR und Dreisat gestiftet wird. Entschuldigung. Und wir freuen uns immer sehr, wenn Sie an der Abstimmung teilnehmen und unseren Filmen Sternchen geben. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Film.